Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Klassiker der Unterhaltung und des Spiel und Spaßes. Für mich eigentlich die Definition einer Spielshow. Und zwar, I'm a Celebrity, get me out of here. Und natürlich habe ich mir deswegen ein Celebrity par excellence eingeladen. Der großartige MS Standard. Hallo! Ach, du meinst mich? Ja gut, ich muss ins Camp, weil ich habe keinen Job mehr. Ich bin übrigens der Mr. Venom 1974. Guten Tag. Ich mache das hier als zweite Karriere. Ich möchte danach auch singen. Ich bin der erste YouTuber, jetzt hier ins Camp geht. Also eigentlich warte ich drauf, ne? Also bei Promi Big Brother haben wir es durch, also. Ja. Ja, warum spielen wir das hier? Ja, ist das Dschungelcamp, hör mal. RTL macht uns da scheißen reich. Ich glaube, wenn Ja, es auch die BBC-Variante ist, also ich glaube, das ist die englische hier, aber die trotzdem. australische, ne? Oder die australische an sich, obwohl die Australier werden das wahrscheinlich gar nicht selbst machen, ne? Nee, also die das wirklich erfunden haben, ist tatsächlich die BBC. Bei Naja. den Amis, witzigerweise, hat das ja echt nicht funktioniert, das System. War denen wahrscheinlich zu schwierig. Die Amerikaner wissen nicht, wo Australien ist. Frag doch Sarah Palin. Sollen wir uns mal einfach Links ist Wasser, rechts ist Wasser, mehr wissen die ja nicht. genau, Hauptsache bombardieren. Machen wir ein Profil. Ja, jetzt genau. Das müssen wir ja noch festlegen. So, warte mal, irgendwas in den Options, was man da einstellen kann, muss. Mal ein bisschen. Na komm, das kann man bleiben, nehmen wir mal ein bisschen die Musik weg. Die ist vielleicht auf die Dauer nicht so spannend. Ist total super. So, wir gehen ins Adventure. Natürlich. So. Was sind wir denn? Männchen, Weibchen, was gibt mehr Quote? Ja, sollen wir Blondchen spielen? Ja, klar, komm. Die Quotenblondine? Die, wie heißt denn die Freundin von Tim Wiese? Tim Wiese, ein Kandidat übrigens für, glaube ich, das diesjährige Dschungelcamp oder. Naja, gut. Wenn das Wrestling überlebt. Ja, genau. Komm, wir machen uns aber natürlich hier irgend so eine Magerblondine, ne? Ja, ich meine, ja, das ist ganz schön breite Schultern. So, was haben wir denn hier? Da nicht so wirklich viel. Kann man hier noch was freispielen? Stimmt. Kannst bestimmt noch was runterladen. Ah, natürlich wenig an. Ja, Klar. Ist auch nicht so sexy. Geht's auch barfuß? Ne. naja, da dürfen sie ja nicht barfuß rumlaufen. Ist ja gefährlich. So, wie soll man die denn nennen? Ja, guck mal, hätte ich mir jetzt eigentlich einen Namen überlegen müssen. Wie hieß denn nochmal die letzte Blondine? Larissa? Ja. Komm. Grüße nach Österreich hier. Was ein Schmoren. So. Und natürlich dann, damit es auch passt, Model. Ist ja eigentlich jeder. Da. Zack. Puh, kann man lassen für die Zielgruppe, denke ich, ne? 13. Japanisches Dschungelcamp ist es noch nicht, glaube ich. Komm, machen wir 18. Japanisches Dschungelcamp ist dann Battle Royale, oder wie? Stimmt. Ah, und wir haben gar nicht Sonja, wer ist der andere jetzt? Der jetzt alles auch wegmoderiert? Dirk ist ja nicht mehr. Nee, leider nicht mehr. Ich weiß nicht, wie heißt der? Der macht ja alles, Genau, weil der er. moderiert alles. Daniel Hartwig, danke. Genau, Aus dem genau. Off hier. So, hören wir mal. Hallo und herzlich willkommen beim Dschungelcamp. Sind das bei uns auch 12? Du stellst aber auch Fragen. Wir sind schlecht vorbereitet, stelle ich fest. Also, 12 Celebrities haben ja 10.000 Meilen in den Dschungel gebracht. Diese Celebrities, ja, gehen an ihre unglaublichen. Ihr wisst das, ne? Das ist immer diese Ansprache. Ich mache das für die Herausforderung und mich zu beweisen. Ich mache das hier nicht wegen der Kohle oder weil die Bank das will. Das ist hier genauso. So, genau, isoliert von Familien, Freunden. Als ob die da reingehen, noch Freunde haben. Familie, ja, aber Freunde. So, mal gucken. Genau. Zack. So. Genau. Einer kann tatsächlich König oder Königin des Dschungels werden. Ja, Ja. natürlich. Lassen wir mal los. So. First Trial. Ja, und das ist das, was, glaube ich, schon, was wir ja nicht haben. So, jetzt geht es irgendwie darum, Home oder Away Camp.
Und dazu gibt es jetzt irgendwie so eine tolle Mission. Hoffentlich kriege ich die jetzt auch hin. Irgendwie da diese Schweine da einzusammeln. Ja. So, touch the screen, mache ich. 3, 2, 1, So, das verstehe go! ich. So, komm. Komm, wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Wahrscheinlich hinter der Kamera, aber. Geht's übrigens nicht mehr weiter rechts. So schwierig ist das angeordnet. Ich bin total begeistert. Wildschweine fangen. Wahnsinn! Ja, das gibt's noch nicht. Es wird wahrscheinlich bei uns auch direkt Ärger mit dem Tierschutz geben. Obwohl, nee, warte mal, hat doch irgendein. Glaube ich, in König Horst und seine Gang hat doch, glaube ich, irgendwie gesagt, wir haben eine Wildschweinplage. Dann wird das doch passen. Du führst übrigens Haus hoch. Ah, ist gut. So. Na, komm, 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 noch zwei. Das ist schön. Werde ich dann Team-Captain? Ja, natürlich. Du bist blond. Zack. Schön. Super. Weiß aber nicht, was ich davon habe, aber. Ja, es muss ja zwei verschiedene Camps geben bei denen. Eins mit Bananen und eins ohne. Wir Aber werden meinst du, testen. So wie Big Brother, arm und reich oder was? Ja, denke ich mal. So, dann lernen wir die Leute kennen. Vicky ist Comedian, 37. Was hat sie für eine Steuerschuld? Steht da nicht, ne? Blablabla. Genau, ja, natürlich möchte sie sich auch beweisen, klar, und macht im Camp die Witze richtig. Die da irgendwo auf so einem Papier stehen. Hier, Videogames Champion! Ja, da ist er doch. Da, du wolltest einen von YouTube, da hast du einen. Hier. Petzek Hier, 21, kommt von Play Massive. Nein. LE. Genau, ist der Videochamp. Ja, soll er machen. Da, Topmodel, das sind wir. Emma muss nach Hause, weil es kann nur ein Topmodel geben. Das geht Ah, ja guck nicht. dir die mal an, ey. Oh, Celebrity Chef. Das ist bestimmt, ja, obwohl, ne, je nachdem, wie es ausgeht, vielleicht auch Johann Lafer. Vielleicht ein Dschungelinteresse. Könnte sein. Obwohl, das erinnert mich, wie hieß nochmal, ich glaube, das war auf D-Max irgendwie, da gibt es da irgend so einen Grillheini, der da alles bis 10 auf den Baum grillt bei den Amis. Aha. Vielleicht packen sie den ja auch in den Dschungel. Also der grillt alles. Er grillt wirklich alles. So, das ist egal, das kriegen wir hin. Wurscht. Gelb ist die Persönlichkeit. Okay, ja, populär sind wir sowieso, wir können alles. Camp-Moral ist mir scheißegal, die ist grün. Find you, genau, erstmal müssen wir ins Camp finden. Okay, das ist wie in echt. Stimmt, ja, richtig. Aber nur ich muss das Camp finden, oder was? Ja, nee, du kannst jetzt ja auch mit den Leuten labern. Das ist Sonja. Sonja moderiert doch sonst. Natürlich. Jetzt mein Freundchen. Nicht. Was erzählst du denn? Kassava? Was ist das denn? Bestimmt was Leckeres. Take out a Splinter? Wie, was soll's, wo hast du denn da irgendwie was? Egal, komm. Ziehen wir raus den Splitter. Oh, sind wir jetzt Freunde? Jetzt sind wir Freunde, komm. Auch noch nicht. Aber auf Facebook bestimmt schon. Oh, wir sind einer Meinung. Ja, das ist schön. Das war schon Sonja, ne? Ne, das ist Emma. Warum sieht denn Sonja im großen Bild anders aus als. Ne, egal. Ja, da wird es eine Krabbe. Wie sehe ich aus hier? Bin ich hier ein Imbiss oder was? So, was bist du denn? Das ist Robert. Robert wird gar nicht vorgestellt, fällt mir gerade auf. Nee, Er das möchte macht ebenfalls. Bananen. Robert möchte Bananen. Aha, da geht's nämlich los hier So. mit den Bananen. Sollen wir beim Abwasch helfen? Natürlich. Klar. Wir haben zwar noch gar kein Camp, aber wir machen schon den Abwasch. Mann, sind wir gut. Du bist jetzt aber auch so freundlich zu den Leuten. Ja, noch. Ich will ja die erste Woche überleben wegen der Prüfung. So, willst nicht drankommen? Ja. So. Jeder vertraut dir. Na, wenn das kein Fehler ist. Ja, klar, alles, überhaupt kein Thema. Ich mache alles. Ah, noch nicht. Ah, wenn ich dich gleich in die Dschungelprüfung wähle, findest du mich wahrscheinlich nicht mehr so toll. Mit der haben wir schon gequatscht. Aber ich war lustig, die haben ja gar nicht alle vorgestellt. Ach, das war Sonja. Wer ist das denn dann? Das ist Sonja, okay. Ja. Und nu?
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, das Camp suchen. Komm, das ist doch bestimmt das Camp. Du Oder kannst nicht? Auch irgendwie eine Karte aufrufen. Ne? Ja, irgendwie mit Select oder Start oder. Ah, guck mal, da ist er. Ah, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. So, komm, ist doch egal. Hauptsache, wir sind da. Wie gesagt, wenn du jetzt eine Banane findest, denk dran, nicht alleine essen. Genau, Robert möchte sich umsehen. Robert! Was ist denn der? Na, guck doch, wo du bist, das ist doch egal. Ich will zum Camp. Da ist doch schon das Camp. Oder nicht? Ist jetzt nicht so spannend, denke ich. Jetzt hat sich doch verlaufen, oder nicht? Achso, hier können sie mal mit Karte rennen. Ah, schön. Das ist doch, oder nicht? Was soll ich denn hier? Das sieht aber nicht wie ein Camp aus. Macht das Sinn? Das Camp nicht da, wo das grüne Häuschen war? Der Karte? Gucken, wir gehen mal einfach nochmal raus. So, da kommen wir nicht her, das ist okay, aber auf jeden Fall können wir schon mit Karte laufen. Okay. Ressourcen genommen? Okay. Welche Ressourcen? Bananen. Wo läufst du denn jetzt zu? Hat der mich jetzt mit Bananen beworfen? Ich habe Holz gefunden. Wieso habe ich Holz gefunden? Ja, nimm mit, ist wichtig. Können wir Feuerchen von machen. Okay. Ich gucke mal die ganze Insel an. Irgendwas sammle ich hier ein. Das macht total viel Sinn, glaube ich. Das ist klasse. Super. Siehste, das ist das Camp. Würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ha! Wunderbar. So, dann soll ich mal berühren. Ich berühre. Ich berühre. Ich berühre. Wahnsinn. Ich berühre. So. Okay. Nö, will ich eigentlich gar nicht. Das war jetzt unser Vorrat, oder was? Weiß ich nicht. Dann können wir ja mal fressen kommen, um die Leute zu ärgern. Jetzt wird's dunkel. Ja, na klar. Na, hier ist der Vorrat. Komm. Trinken wir mal eine Banane. Ach, leer, das Ding. Aha, ich war früher mal Soldat. Du möchtest gern Chef des Ganzen sein? Ich denke, nein. Okay. Sollten als Team entscheiden? Ist mir egal. Und nu? Nö. Immer gut, ich bin hier gut. Also ich kann hier wahrscheinlich tierisch zu dröhnen lassen. Ich vermute mal, das war es jetzt für den ersten Tag. Ist egal, wir gehen jetzt erstmal gucken. Gehe ich mir mal das andere Camp angucken. Plündere ich das schon mal. Oh ja. Wo willst du denn hin? Ja, ich gehe zu den Gegnern. Okay, dann komme ich hier. Dann komme ich dahin. Also muss ich schon sagen, das ist fast wie die Originalsendung. Das ist täuschend ähnlich, also auf einer Grafik her. So, wo bin ich denn jetzt da? Kann es sein, dass die anderen nach Hause fahren mussten? Das weiß ich nicht. Meinst du, die machen das nur mit 6 Leuten gemacht? Na, ich meine, wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Im Hotel oder was? Sind da, wo der Wendler ist. Ja. Ja, kannst also, du nicht sagen. Nee. Brauchst erst die Spitzhacke oder TNT. Das, ich vermute mal, es hat nicht so viele Optionen wie Downstaff oder so. Also ich bin da ein bisschen skeptisch.
Weiß gar nicht, woher meine Skepsis kommt. Ja. Ja, klasse. Spannend. Super. Warte mal, was ist, kann ich da irgendwas mitnehmen? Eine Guave. Ja, nehmen Sie noch mit. Aha. Schon wieder. Ist da eine tolle Zeit zum Schlafen? Ach, woran erkennst du das? Dass es einfach dunkel ist, oder was? Ah, die Prüfung startet morgen. Natürlich. Ah, dann geht's endlich los. Wenn dann Sonja und Daniel kommen. Ja! Du bist es nicht. Du bist es vielleicht. Und der Michael ist schon zu Hause. Nein, was ist das denn? Achso, die pennen alle. Kann ich die wach machen? Mein erster Gedanke wäre jetzt abmoxen gewesen, um zu gewinnen, aber okay. Wach machen geht natürlich auch. Ja, stimmt, nachts läuft ja noch keine Kamera. Wo sind denn deine Mitkollegen? Weiß nicht. Nach Hause? Kann ich denn? Achso, ach, Sleep ist doch da als Option für Doofe. Ja. So. Ja, Tag 1 war super. So, jetzt lernen wir Stacy kennen. Stacy ist Fernsehmoderatorin. Ist das dann die Zukunft für Katja Burkhardt? Oder so? Oh, Footballspieler. Tim Wiese? Ah, boah, der Haare. Sergeant Major. Ehemaliger Kampfsoldat. Ja. Und Popstar natürlich. Ja. Sonja ist Popstar. Großartig. Wie kann man denn als ehemaliger Soldat berühmt sein? In England schon. Ach, das sind ja natürlich alles Helden bei denen. Ja, ja, klar. So, Tag 2. Diese. Ne, komm. So, das ist schön. Jetzt muss ich fragen, was ich für Ressourcen brauche. Das ist mir doch eigentlich Latte. Ach, sind da sowieso noch am Pennen. Was willst du denn? Hallo? So, hallo Sonja. Was willst du? Okay. Ja. Können wir jetzt Freunde werden? 221 Leuten auf Facebook gefällt das. Das ist schon wieder mit der wieder geschwatscht. Die finde mich toll und freut sich, dass ich hier im Team bin. Gut. Hallo Jet. Wurde der überhaupt schon vorgestellt? Ja. Das war der Koch. Natürlich. Komm. Boah, die sind gut. Komm, immer noch nicht. Wann werden wir denn Freunde? Am letzten Tag, oder was? Wer war alleine da sitzen, natürlich. Habt ihr mal alle da stehen? Prüfung? Ja, Robert geschnarcht hat, das ist mir ziemlich egal. Damit würde ich sagen, sagen wir heute mal, dass Emma heute mal dementsprechend auch zur Prüfung geht, finde ich. Es ist ein time to scan off. Richtig. Alle auf Emma. So. Damit wissen wir, wer wir heute wählen. Ja, ich habe mit Emma noch nicht so die Kontakte und ein bisschen Fisch, ja, geh angeln. Sind wir jetzt Freunde mit der? Weiß ich nicht, aber. Schon irgendwas mit Schuhe. Wahnsinn. Ja, was mach ich jetzt? Warte ich wieder, bis der Tag umgeht oder was? Ja, irgendwas muss da gleich hier prüfungsmäßig kommen. Irgendwie. Ja, es mag sein, also. Nee, gehen die da alle hin?